Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Und vielen Dank für eure ganzen Hinweise auf die Sachen, wo vielleicht noch etwas sein könnte. Und ich habe tatsächlich im Haupthaus im Badezimmer hier oben diese kleine Ecke da gefunden. Die hatte ich noch nicht repariert. Jetzt ist das Badezimmer auch abgeschlossen oder das Wohnhaus auch abgeschlossen. Aber er zeigt mir halt immer noch an Home Sweet Home. Erneuere deinen Hof komplett. Und ich denke mal, durch die Häuserrenovierung und alles arbeite ich mich darauf hin. Also das Haupthaus ist jetzt auch fertig. Das Einzige, was tatsächlich, ja, ich sage jetzt mal noch, fehlt, ist der Kuhstall. Und ich weiß nicht wo, aber irgendetwas muss es am Kuhstall noch geben, was ich einfach übersehe. Ich weiß es nicht. Das Farmsilo, hattet ihr ja auch geschrieben. Da habe ich das Dach jetzt erneuert. Das ist alles soweit schick. Also ne, da oben war ja noch dieses Dach oben drauf. Das war noch veraltet. Das habe ich noch erneuert mit den Platten, die wir noch hatten. Und die Scheune hat soweit auch oder ist soweit auch fertig. Ich weiß nicht, ob also diese Anmerkung mit vielleicht muss das Dach erneuert werden, die ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hängt das tatsächlich damit zusammen, weil es sind ja auch überall, da sieht das ja auf dem Haupthaus. Ist gut und schön, aber sieht irgendwie so ein bisschen bäh aus. Das Einzige ist der Kuhstall, der relativ vernünftig aussieht. Wobei mir da halt immer noch was fehlt. Aber ich finde da einfach nichts. Und ich will jetzt auch nicht hier Tage damit verbringen, die fehlende Stelle zu suchen. Ich bin schon dreimal durchs Haus gelaufen. Ganz komisch. Egal. Was wir jetzt machen werden ist, wir werden in der heutigen Folge einmal zum Baumarkt fahren. Hier muss noch einiges gemacht werden. Ha, das ist noch WEP, würde ich sagen. Ich gehe mal wieder raus. Baumarkt, Baumarkt, Baumarkt. Straße folgen. Ich will mal gucken, ob wir da was kaufen können schon. Oder ob das halt erst später freigeschaltet wird. Und sollte das später freigeschaltet werden, hat der eine Anhängerkupplung? Nee. Was ist das denn? Ein landwirtschaftliches Fahrzeug ohne Anhängerkupplung. Da stimmt doch was nicht. Er will also kurz beim Baumarkt vorbeischauen, ob ich was kaufen kann. Wenn ja, was es kostet. Gerade so Dachschindeln. Und ansonsten fahren wir zur alten Mühle und gucken mal wegen dem Getreideanhänger. Denk mal, der macht erstmal mehr Sinn. Und danach haben wir ja noch die Möglichkeit, diesen alten Heuanhänger uns zu besorgen. Aber die Hauptmission oder, was heißt Hauptmission? Das nächste Ziel war halt die Getreidemühle und da werden wir uns auch hinarbeiten. Achso, bevor die Frage kommt, Blinker habe ich noch nicht gefunden. Blinker scheint es nicht zu geben. So. Building Materials. Dann halten wir doch hier mal an. Also mit diesen Auspuffabgasen haben sie sich tatsächlich keinen Gefallen getan. Ich habe mal ein Video von mir angeguckt, von den etwas früheren Parts, wo die Auspuffabgase noch nicht erneuert wurden. Da sieht es besser aus. So. Kaufen. Neues Keramikdach. Guck mal. Kaufen. Ziegel. Haben wir hier noch? Leichtbetonziegel. Bitumendach. Das ist wahrscheinlich auch das. Ne, kostet alles 10, ne? Ja. Wobei die Ziegel natürlich nicht fürs Dach sind, logisch. Okay, Keramikdach können wir kaufen. Rote Metalldachplatten. Das sind wahrscheinlich die Schindeln. Holzdielen. Schindel. Das sind die Dachschindeln. Das ist halt. Ich weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Feinputz, Rauputz, Holzlasur, Metalldachplatten. Würde halt schon gerne das Dach erneuern. Also das Haupthaus würde ich jetzt fast schon mit, wie Kohle haben wir denn noch? 300 Euro. Damit. Du hast gerade gekauft. You can find it on the
Unloading Ramp. Oh. Vier? Reichen vier? Wir kaufen erstmal vier. Und dann kaufen wir von denen hier auch mal vier. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Auf dem Schindeln? Huh. Nee. Ah. Jetzt habe ich die Schindel aufgenommen. Hm. Ah, okay. Mhm. Aber wie kriege ich die jetzt verladen? Muss ich da quasi ran? Also... Aha, ich krieg sie, glaube ich, nicht in das Auto verladen, oder? Ich meine, das ist ja jetzt schön, dass die Schindeln jetzt hier stehen. Okay, nützt nichts. Wir holen uns den Getreideanhänger. Ja, eigentlich bräuchten wir jetzt den Ballenanhänger, ne? Haua, haua, haua. Jetzt haben wir aber... Jetzt haben wir Mist gebaut. Das ist schlecht. Moment. Heuwagen. Ja, der Heuwagen ist ja nicht der Ballenwagen. Wir holen uns jetzt mal den Getreideanhänger. Komm her. Dazu müssen wir... Wo müssen wir denn da hin? Folgen wir der Straße runter. Bis hier hin. Und dann biegen wir ab. Können wir da so einen Punkt setzen? Oha, da ist ein Storch auf der Straße. Hupe? Keine Hupe. Sehr schön. Er geht von alleine. So. Es war vielleicht ein Fehler, die Sachen jetzt zu kaufen. Möglich. Aber ich will das halt... testen. Und ich habe jetzt halt das Dach repariert und bevor es anfängt zu regnen, ne, müssen da halt Schindeln drauf. Was wir mal kurz probieren könnten, wir haben ja jetzt einmal Schindeln aufgenommen. Das wären ja quasi die für die Scheune. Lass uns mal... Oh. Ohne Lenkrad, ja. Ja, man merkt's. Ja, oh Gott. Also der Zaun ist übrigens auch repariert, auch wenn ich da jetzt gerade gegengefahren bin. Lass uns da mal ganz kurz kommen. Und zwar brauche ich ein Gerüst, bitte, um nach oben zu kommen. Hier geht doch. Hier, genau das. So, zack. Da, so, Schindeln. Ist das jetzt eigentlich Umbau? Ja, umbauen. Schindel, 24 mal. Brauchst du die jetzt? Nö. Hätte ich nur eine Palette kaufen müssen? Verbraucht er die Paletten noch nicht? Okay. Verpassen wir dem Kuhstall auch gleich mal so ein Dach? Das Problem ist halt auch die Außenwände, ne? Das ist halt alles... Alles nochmal Rode und ich hätte gern halt. Also. Ich hätte gern das vernünftig. Ich kann ja jetzt nicht einfach hier nur für einen Zehner das kaufen, oder? Oh Gott. Loch. Doch, kann ich schon. Also, wenn das. Da, es ist ja halt noch. Es ist halt Early Access. Und wenn da halt noch keine. Kein richtiger Verbrauch für die Sachen angegeben ist, dann ist es halt so. Auf jeden Fall sieht das Scheunendach damit deutlich besser aus als mit diesen improvisierten Brettern. So, den hier noch.
Machen wir noch schön hier. Zack. Das Dach muss auch neu. Das auch. Der einzige ist tatsächlich der Kuhstall, der kein neues Dach braucht. Du bist sehr hungrig. Wieso bin ich schon wieder sehr hungrig? Dann nimm mal hier. Und so vielleicht eine Zucchini? Zwei? Gut. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Es ist ja Schindler jetzt nicht verbraucht. Aber wir können jetzt... Ach, wir müssen aber jedes Mal an die Palette ran. Man sollte nicht, oh, vor einer Aufnahme was essen. Ich habe Erdnüsse vor der Aufnahme gegessen. Und da war wohl noch so ein kleines Krümelchen. Haben wir das denn nicht fertig gemacht? So ein kleines Krümelchen, was meint ihr, es müsse da bleiben? Oh, und an dem habe ich mich jetzt verschluckt. Na gut, passiert. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Ich musste mal kurz husten. Okay, das sind, aber das ist das hier fertig? Das sieht... Oh, au. Das sieht so nicht fertig aus. Das eine ist andersfarbig. Mission abgeschlossen. Home Sweet Home. Wie sind jetzt auf einmal abgeschlossen? Er hat auch gar nichts gemacht. Okay, dann hat tatsächlich das Scheunendach gefehlt. Ist ja witzig. Ja gut, aber das ist doch gut. Komm, verpassen wir dem hier auch noch neue Schindeln. Zack. Unser Haus muss schöner werden. Ja. Da muss ich auch mal neue Ziegel besorgen, wa? Ah, da machen wir alles schön. Das machen wir richtig. So. Zack. Siehste wohl. Und dann noch ein paar neue Holzdielen. Die Scheune noch mal ein bisschen neu machen. Den Kuhstall noch mal neu. Hier den Rest am Haus. Auch noch mal ein bisschen verklinkern, würde ich sagen. Oh ja, das ist gut. So, jetzt fahren wir aber erstmal Richtung Nachbarn. Moment mal. Können wir hier eigentlich auch ein Gerüst anstellen? Ja, können wir. Zack. Ja, dann fahren wir in der nächsten Folge jetzt zum Nachbarn. Da machen wir jetzt hier mal die noch ein bisschen Hofverbesserung. Zack. Wir haben zwar noch keine Hühner, aber der Hühnerstall soll wenigstens auch mal schön sein, ne? Zack. Guck mal, wie gut das geht hier. Ja, siehste. So sieht das Ganze doch schon ansprechender aus. Nur noch die Außenwand. Schön. Komm, dann fahren wir nochmal zum Baumarkt. Da holen wir jetzt nochmal den Rest und machen das Haupthaus gleich auch mal fertig. Liebe Lüt, da müsst ihr aber nicht mehr mit dabei sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen informativ. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sag, bis zum nächsten Mal.